Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, heute mit einem etwas längeren Video, als ihr es vielleicht von mir gewohnt seid. Aber heute ist wohl eines der wichtigsten Videos, die ich in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe, weil es heute um was ganz Grundlegendes geht. Und zwar haben mich in den letzten Tagen und Wochen immer mehr Menschen erreicht und mir im Kern eigentlich folgende Frage gestellt. Warum soll ich in euer Team, warum soll ich nicht das System von XY nutzen, warum soll ich nicht das System Z nutzen? Es gibt ja da viele Möglichkeiten. Und darauf möchte ich jetzt heute in dem Video eingehen. Ich habe nämlich auch in den letzten Tagen und Wochen mir sehr, sehr viele Systeme angeschaut und ich muss eins sagen, ich habe keins gefunden, wo schlecht ist, sondern die waren alle sehr, sehr gut. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, und das ist einfach eine Einstellungsfrage, wie man zu einem Thema steht. Seit ich 22 bin, bin ich selbstständig und bin im Vertrieb quasi groß geworden und ich habe sehr viel telefoniert, ich habe Direktkontakte gemacht, Flyer verteilt, Visitenkarten verteilt, also eigentlich das volle Programm rauf und runter, und mein Ergebnis war mehr als schlecht. Aber, und das habe ich sehr, sehr schnell erkannt, das ist nämlich, hängt oft auch mit einem System zusammen. Und ich habe eins für mich erkannt, wenn ich was aufbaue, dann ist es, war es bis jetzt immer für andere. Es hat nie mir gehört. Und wenn ich kam dann auch an einen Punkt, wo ich mental ziemlich schlecht drauf war, und das war so der Auslöser, einfach mal mein eigenes Gehirn einzuschalten und einfach mal drüber nachzudenken, was läuft eigentlich hier, was ist hier eigentlich los? Und das hat mich zu einer Erkenntnis gebracht. Du musst es anders angehen. Das war so eine grundlegende Sache. Und dann habe ich schnell festgestellt, okay, das Internet könnte mein Medium sein, und habe mich dann mit dieser Thematik beschäftigt. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern. Ja? Ich habe eins festgestellt, wenn du im Internet arbeitest, wenn du über das Internet neue Kontakte gewinnen willst, wenn du über das Internet Leads und Kunden generieren willst, dann gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, die du machen kannst. Und zwar, du kannst zum einen das System von jemand anderem nutzen, das funktioniert. Du kannst dir ein eigenes System schaffen, indem du zum Beispiel eines selbst programmierst oder dir selbst programmieren lässt. Oder du kannst aus verschiedenen Tools, die es schon am Markt gibt, die unabhängig voneinander sind, dir quasi dein eigenes System kreieren und damit arbeiten. Eine Möglichkeit, auf die möchte ich heute gar nicht eingehen, das ist nämlich ein eigenes System zu programmieren oder ein eigenes System zu erschaffen, weil ich einfach der Meinung bin, dass es für die meisten nicht in Frage kommt, weil ihnen entweder das Know-how fehlt oder einfach das Geld, um das Ganze umzusetzen. Sprechen wir mal über die Möglichkeit, ein System zu nutzen, das jemand anders gehört. Dazu, ich habe mich gegen so ein System entschieden, aber das ist einfach meine persönliche Meinung, weil ich würde mich wieder abhängig machen von jemand anders. Und mein Ziel war es einfach, frei von den Einflüssen außen zu sein. Natürlich geht es nicht immer zu 100%, aber man kann es tun. Und wenn ich heute ein System nutze, also viele Unternehmen bieten heute schon Systeme an, die das Internet nutzen zur Leadgewinnung, zur Kundengewinnung. Viele große Marketer oder Sponsor bieten ein System an, die Leute einfach nutzen können. Und die Systeme sind, wie gesagt, richtig, richtig gut, aber ich mache mich wieder abhängig. Das heißt, was passiert? Stell dir einfach mal die Frage, was passiert, wenn du anderer Auffassung bist wie dein Sponsor? Was passiert, wenn dein Sponsor das Unternehmen wechselt? Was passiert, wenn dein Network-Marketing-Unternehmen pleite geht oder zumacht? Ja, was passiert, wenn du einfach eigene Ideen hast, die du umsetzen willst? Du bist dann quasi immer gekoppelt an das System, und das ist auch meiner Meinung nach so oft der Grund, warum viele, gerade im Network ist es ja oft so, dass viele mit einer bestimmten Person von Network zu Network ziehen. Und das ist meiner Meinung nach oft auch der Punkt, weil viele kein eigenes System für sich haben. Und wie gesagt, ein System von jemand anderem zu nutzen, ist halt auch immer das System von jemand anderem. Wenn irgendwas sich verändert, dann fängst du wieder von vorne an.
Gehen wir auf die nächste Möglichkeit ein. Das ist die Möglichkeit, die ich nutze und die ich meinen Partnern einfach auch weitergebe. Und zwar, ich nutze Tools, die es schon am Markt gibt, die nicht miteinander irgendwie zusammen sind, sondern das sind eigenständige Tools und füge die zu einem System zusammen. Und das ist das, was ich meinen Partnern, meinen Kunden einfach mit auf den Weg geben will, ihnen zu zeigen, wie sie aus Tools, die es schon gibt, ein eigenes System kreieren, was für sie vollautomatisiert neue Kunden und Interessenten gewinnt. Und wenn mein Ziel ist es nicht, die Leute jetzt mit dem System an mich zu binden, sondern mein Ziel ist es, dass die Menschen, wenn sie verstanden haben, wie es geht, wenn sie gelernt haben, wie es geht, dass sie jedes Projekt, jede Idee über ihr System vermarkten können. Also das heißt, das System ist nicht Projekt oder Network gebunden, sondern es ist für dich, ja, und du kannst es natürlich auch dann so an deine Partner und Kunden weitergeben. Und das ist einfach eine grundlegende Frage, welchen Weg möchte ich denn gehen? Will ich kurzfristig viel Erfolg mit einem funktionierenden System oder sage ich, ich will auch Erfolg, bin aber bereit, die Grundlage dafür zu schaffen, dass ich alles, ja, wenn ich mal eine neue Idee habe, eine neue Vision, irgendwas, ein neues Network, was ich promoten will, dann mit diesem System angehen kann, unabhängig von irgendeiner Person oder irgendeinem Unternehmen. Und das ist eine grundlegende Frage. Und wenn, wie gesagt, ich nutze jetzt die zweite Möglichkeit und wenn du genauso denkst, dann freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Ich freue mich auf eure Meinungen. Ich freue mich einfach darüber von euch zu hören, wie es bei euch gelaufen ist. Tretet mit mir in Kontakt, ich freue mich drauf. Und wenn ihr weitere Informationen wollt, dann findet ihr unterhalb des Videos einen Link. Tragt euch ein. Und ich versorge euch gern mit weiteren Informationen. In diesem Sinne wünsche ich euch maximalen Erfolg, alles, alles Gute und dass ihr für euch die richtige Entscheidung trefft. In diesem Sinne macht's gut, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.